Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute werden wir uns mit dem Thema Säure auseinandersetzen. Säure ist eine sehr wichtige Ressource in Fallout 76, die unter anderem zum Schmelzen von Erzen oder sogar als Zahlungsmittel für seltene Waffen oder Fluxe verwendet wird. Zuerst sehen wir uns den effektivsten, aber auch eher mühsamen und daher eher unbeliebten Weg an Säure zu farmen. Und danach zeige ich euch meine Route, die ihr immer wieder wiederholen könnt, indem ihr einfach von Server zu Server springt. Und wie immer gilt, wenn euch das Video gefallen oder geholfen hat, lasst mir einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und schreibt mir in die Kommentare, was ihr gerne im nächsten Video sehen würdet. Grundsätzlich ist und bleibt die beste Möglichkeit, Säure zu farmen, einfach der Wendigo-Koloss. Ich weiß, viele von euch haben nicht die Möglichkeit, den so oft zu machen, beziehungsweise vielleicht auch nicht die Ressourcen, wie zum Beispiel Munition oder einfach ein Team, mit dem ihr da runtergehen könnt, weil alleine ist es wirklich mühsam, den zu killen. Wenn man sich hier ein bisschen Zeit lässt und sich nicht so sehr auf den Boss konzentriert, sondern hier rumläuft und nach den Wendigos Ausschau hält, die hier überall rumlaufen, dann kann man hier echt gut Säure farmen, da diese Dinger, wenn man sie lootet, hier zum Beispiel diese Wendigo-Zähne, einfach jede Menge Säure geben, wenn man sie recycelt. Darum, wenn ihr die Möglichkeit habt, anhand von Ressourcen und Manpower hier runter zu gehen und ihr wirklich große Mengen Säure farmen wollt, dann nuke den Wendigo. Geht runter, macht die 1000 Schaden, die ihr braucht für den Loot auf den Wendigo-Koloss und dann konzentriert euch auf die Kleinen. Tötet die ganze Zeit die kleinen Wendigos und lootet sie sofort. Denn ihr habt nicht allzu lange Zeit, sobald der Koloss tot ist, alles zu looten und rauszukommen. Ja, unten bietet sich natürlich auch wieder ein Tesla an, da ihr wahrscheinlich in größeren Gruppen attackiert werdet. Das heißt, es sind meistens so 2, 3, 4, 5 Stück, die da auf euch losgehen. So, und hier jetzt auch nochmal ein kleiner Tipp von mir am Rande. Sobald der Wendigo tot ist, laufen viele Leute einfach direkt raus, weil halt oben rechts auch steht, entkomme aus dem Bergwerk. Aber ihr habt diese eine Minute oder diese zwei Minuten noch Zeit, um hier in Ruhe zu looten. Ihr werdet automatisch rausgeportet, Leute. Das heißt, nutzt die Zeit, lauft rum, tötet den Restspawn, der hier immer noch rumläuft oder noch nachspawnt und lootet alle Fleischhaufen. So, wir sind jetzt hier bei mir in der Base. Wir werden jetzt hier kurz den Schrott vom Wendigo abliefern und mal gucken. Was auf jeden Fall auch ein nice Benefit ist, sind die Schrauben. Schrauben kriegt ihr jede Menge vom Koloss. Das heißt, ihr schlagt tatsächlich zwei Fliegen mit einer Klappe. Das heißt, Schrauben und Säure. Wir geben mal hier alles rein und sehen hier 96 Säure. Wir haben jetzt nicht wirklich explizit den Wendigo lange leben lassen, damit viele kleine Wendigos spawnen und wir viel Säure rausbekommen, sondern haben den in ganz normalem Tempo eigentlich gelegt und 100 Säure sind auf jeden Fall annehmbar, plus fast 300 Schrauben kann man mal mitnehmen für so ein Event. Vor allem, wenn man es nicht unbedingt selbst triggern möchte, aber mal auf der Map sieht, dann bietet es sich auf jeden Fall an, dort reinzugehen. Auch wenn man vielleicht den Wendigo nicht so gerne mag, beziehungsweise dieses Event nicht so feiert. Auszahlen tut sich es auf jeden Fall. So, wir starten jetzt mit der Farming-Runde. Begonnen wird hier am Gutshof Silver. Und zwar, wenn ihr hierher portet, spawnt ihr hier unten an der Straße. Und ihr wollt dort nach links oben zu dieser Scheune mit dem Silo. Dort gibt es nämlich ein, zwei Dinge, nach denen wir gucken. Und zwar gibt es hier, ich war hier vorher schon da.
und habe hier Chlorsäcke eingesammelt. Die suchen wir. Chlorsäcke, Frostschutzmittel und generell, hier sollte auch Rattengift zum Beispiel rumliegen. Und grundsätzlich kann man generell gucken, hier kann überall ein bisschen was spawnen. Meistens sind es aber fixe Spawns. Und zwar hier an diesen Fässern spawnen Chlorsäcke, die wollt ihr mitnehmen. Hier an der Treppe spawnt das Rattengift, das nehmen wir auch mit. Wenn wir dann hier durch sind, gehen wir nach unten. Hier unten haben wir eine Werkbank, wo wir recyceln können und noch Kühlmittel. Kühlmittel gibt uns auch Säure. Ich nehme hier immer gleich alles mit. Wir recyceln das gleich hier mal. Das war jetzt hier am Gutshof Silver. Hier halten wir die Augen offen nach Chlor, Kühlmittel und solchen Geschichten. Als nächstes werden wir nach Tanagra-Town schauen. Tanagra-Town liegt im Osten der Map und ist ein Spot, an dem sehr viele Höhlengrillen spawnen. Und Höhlengrillen-Farmen ist ja sehr gut für Säure, wie ihr vielleicht wisst. Und die nehmen wir natürlich mit. Wir müssen nur hier unseren Weg nach dort oben finden. Das geht hier, das ist relativ linear. Und hier geht's dann in die Höhle rein. Und hier soll es dann jede Menge Höhlengrillen gehen. Wenn die nicht vorher schon irgendjemand abgefarmt hat, dann nehmen wir uns alles mit. Da ist halt vielleicht auch wieder eine Waffe nicht so schlecht, die Flächendamage macht. Wenn wir dann alles gekillt haben hier und durch sind, dann springen wir weiter zum überschwemmten Betriebsbahnhof. Beim überschwemmten Betriebsbahnhof ist es folgendes. Dort können Snelligester spawnen, die Chance ist auch relativ groß. Es muss aber nicht sein, es kann auch was anderes dort spawnen. Aber meistens sind es Snelligester und Snelligester geben halt auch richtig gut Säure. Manchmal sind es auch Jaguars. Jaguars sind auch nicht schlecht. Jaguars kann man, von denen kriegt man auch Säure. Aber im größten Teil sind es Snelligester. Wenn man dann hier spawnt, dann geht man erstmal hier lang. Und hier gibt es eine kleine Sache. Und zwar, wenn man hier mal die ersten Snelligester sich geholt und gelootet hat, dann sollte man hier reingehen. Links ist eine Hütte. Da versteckt sich meistens einer drinnen, der nicht rauskommt. Da ist er. Und den wollen wir ja auch. Wir wollen ja so viel Säure, wie es geht. Deshalb schauen wir da rein. Nehmen den mit. Töten hier alle Snelligester. So, dann nochmal hier hoch. Gucken wir uns nochmal um. Schauen wir, ob wir was übersehen haben. Da ist noch einer. Haben wir alles geholt. Dann hüpfen wir nach Hause. Und gucken mal, was wir jetzt an Säure gefarmt haben in den paar Minuten. Diese Route ist halt wirklich schnell abgearbeitet und sollte, wenn man es richtig macht, auch nicht wirklich ein Problem darstellen. Wir recyceln 104 mal Säure für die paar Minuten. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Das Gute an der ganzen Sache ist, dass wir können von Server zu Server springen und diese Route immer wieder abfarmen. Das heißt, Snelligester Höhlengrillen, Snelligester Höhlengrillen, Snelligester Höhlengrillen. Und wenn ihr das ein, zwei Stunden macht, dann habt ihr wirklich einen guten Säurevorrat angehäuft. Was man nicht vergessen darf, ist auf jeden Fall auch noch der Wendigo, wie wir vorher schon gesagt haben. Kombination Wendigo mit dieser Farming-Route gibt euch genug Säure für einen Eigenverbrauch und wenn ihr das ein bisschen mehr praktiziert, könnt ihr auch noch einen Überschuss produzieren und das dann zum Handeln zum Beispiel verwenden. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen mit diesem Video und euch meine Säure-Tricks etwas näher bringen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Abo und ein Like da und schreibt mir in die Kommentare, was ihr gerne im nächsten Video sehen würdet. Vielen Dank fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal. Ciao!